die Wasserkuppe. Hessischen Teil der Rhön, der höchste Berg mit über 900 Metern. Ja, jetzt mit Fulda erreichen wir ja endlich meine Heimat, die Rhön. Und bei sehr, sehr schönem Wetter und sehr, sehr schöner Fernsicht steuern wir jetzt den Kreuzberg an, den heiligen Berg der Franken. Freue ich mich drauf. Heimat, ich komme! Wir sind hier am Kreuzberg, dem höchsten Berg der Bayerischen Rhön mit knapp 900 Metern. Er ist deswegen ein besonderer Berg, weil er der heilige Berg der Franken ist, ein beliebter Wallfahrtsort. Ja, und meine Heimat ist es deswegen, weil ich hier unweit des Kreuzberges groß geworden bin, in Oberleichtersbach. Das ist noch ein Stückchen südlicher. Aber der Kreuzberg für uns natürlich auch nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel war, sondern auch für meine Familie mit Hochzeiten und mit meiner eigenen Hochzeit für mich eine besondere Bedeutung hat. Because the border between German, Western German East is borderline. Und jetzt sind wir schon seit über Woche unterwegs. Ja, die Heimat der guten Jagd ist immer die Frage, was ist eigentlich gute Jagd? Gute Jagd ist, wenn man in der Gemeinschaft von guten Jägern steht, die noch ein Herz für das Wildtier haben, für die Jagd nicht einfach totschießen von Wildtieren, sondern die Freude an diesem Handwerk haben und die ein Auge auf ihr Wild haben oder ein Herz für ihr Wild haben. Und wenn man in dieser Gemeinschaft jagt, dann ist das dann hat Jagd eine Heimat. Und ich glaube, dass die Wild und Hund diese Heimat oder diesen Jägern diese Heimat bietet. Man hat als Jäger, sage ich mal, in der Natur gelebt, war darin eingewoben, war sich seiner Verantwortung bewusst, aber auch der Verantwortung gegenüber dem Wildtier insbesondere. Und das, ja, das macht gute Jagd für mich aus.